Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2, PRG Ding am Start. Letztes Mal haben wir jetzt endlich den ersten Kontakt mit den Kollektoren gehabt. Und die sind ziemlich lausig. So wie alle Gegner. Und wir rasieren einfach alle hier. Und wir haben hier diese komischen Kokons gefunden und die sind echt creepy as fuck. Und jetzt hacken wir erstmal wieder. Hacken, hacken, hacken. Das... blau, weiß, weiß, orange. Ja, das wäre echt cool, wenn ich immer so eins auftauchen würde. Da, eins. Was wollen wir noch? Weiß, orange, und das. Das ist nicht da. Und so knapp für 1000 Credits. Geil. Für 1000 fucking Credits. Hä? What? Wo muss ich hin? Confused as fuck. Ich dachte, hier muss ich hin. Muss ich hier nicht hin? Anscheinend nicht. Ein Partikelstrahler. Oh shit, that's fucking nice. Hell yeah. That's fucking nice. Holy shit. Übernehme die direkte Kontrolle. Das erwartet sie. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Verschwinde! Sie werden den Schmerz kennen. Ja, Schimmer. Ja. Sie können sich nicht widersetzen. Die Toten sind nutzlos. Ich weiß, dass sie das schmecken. Alter, was denn mit dem? Geh auf Tauschstation. Geh auf Tauschstation! Oh shit. Oh shit. Oh, ihr Kollektoren, ihr geht alle down. Du fliegst durch die Luft. Und ihr geht alle down. Ich kann einfach nichts machen, ich bin einfach zu übermächtig mit meinem Team. Oh. Was, eine Fliege oder was? Da müssen wir hin. Hacken wir uns da mal rein in aller Ruhe. Oh yes, we hacked into this shit. Irgendjemand versteckt sich da. Gesellschaft, kommen Sie da raus, sofort! Shepard? Dann wäre es ein Spaß. Sie sind ein Mensch! You don't say, was bitch! Was machen Sie hier draußen? Sie führen sie doch direkt hierher! Sie haben sicher gehört, wie Sie versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Es ist schwer, sich vor den Kollektoren zu verstecken.
Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich hab gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, die haben alle, sie haben fast alle erwischt. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich erinnern. Wir haben vor ein paar Stunden unsere Kommsignale verloren. Ich kam runter, um nach dem Hauptraster zu sehen. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. MP. Das hat nie richtig funktioniert. Sagen Sie uns bitte nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie lassen einfach zu, dass die Kollektoren ihre Freunde verschleppen? Ich bin Mechaniker. Was hätte ich denn tun sollen? Mit dem Schraubenschlüssel auf sie losgehen? Ich lasse sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter ihnen. Kann ich ihm eine Kugel geben? Risiko eingehen. Besonderen Spruch. Sie werden es bestimmt brauchen. Schade. Also das habe ich jetzt hier alles. Kann ich hier noch irgendwas kollektieren? Waffenspind. Unsere Waffen sind eigentlich okay. Bisschen Munition. Gehen wieder raus. Sie kommen von vorne! Wo müssen wir hin? Was heißt vorne? Ja, alles gut. Oh shit. Übernehme direkte Kontrolle. Wir kämpfen wie alle. Konzentriert euch auf Station. Zerreißt Shepard. Fuck meine Kollegen nicht an, du Stück Scheiße. Was ist denn ein Ableger? What the fuck? Das war die Kanone wechseln. Ja, Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Nein, ich weigere mich. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Mein Kopf ist zerbrechlich, Sam. Was ist denn der Vorwurf hier? Wieder wechseln auf 6. Hier ist aber kein Problem für uns. Wir laufen da einfach hin. Jetzt siehst du mich nicht mehr. Gott. Ich kann da irgendwie supporten, ey. Die ist richtig krass, die Alte. Sagt einfach, jetzt siehst du mich. Jetzt siehst das mich könnte nicht. Nützlich sein. Biotischer Schaden. Not bad. Ich dachte, wir würden mehr dieser eingefrorenen Kolonisten finden. Und das soll jetzt keine Beschwerde sein. Wurden vermutlich mittlerweile auf das Schiff der Kollektoren verladen. Ich nehme an, sie sind hier fast fertig. Oh yes. Haben wir die richtige? Nein, das ist die falsche. Bitte. Also hier die da. Was war das? Ich habe irgendwie Jizz ans Ding bekommen. Down Sun, get down. Müssen wir uns erstmal hier um den Rest kümmern und dann kümmern wir uns.
Taktik. Verschwinde! Getrackt haben. Ja, ich weiß. Wenn man kurz kam. Jetzt siehst du mich. Ich glaube, Shepard hängt, Shepard hängt! Jungs, Shepard hängt! Er ist down. Alles cool, kurz und präzise Zeit. Okay. Der Transmitter. Alter Chef, warum hängt Shepard? Shepard hängt. Shepard hängt! Fuck. Das. Viel Orange, wir brauchen viel Orange, Bitches. Orange, Weiß, Blau. Orange, Weiß, Blau ist hier. Und jetzt Orange und Weiß. Hier. Nein, da drunter, Bitch. Bitch. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Edie, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Na toll. Wir sitzen einfach nur dazwischen, während sie sich die Geschütze vornimmt. Wir werden sie aufhalten. Kann nicht so schwer sein. Vielleicht nicht. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu machen. Okay. Wo sind die Bitches? Oh, eine Energiezelle öffnen wir es. Hallo, ich möchte ja kurz ran. So, jetzt gehe ich hier hinter. 6. Na, wisst ihr, ich glaube, wir gehen mal auf die Sniper. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Drücken die 6. Sagen, yo, was geht? Bitch. Ja, für sowas verschwenden wir das nicht. Puh. Hallo, könnt ihr bitte die Viecher töten? Lass die Toten liegen, wo sie fallen. Unglaublich. Er hat überlebt. Ich bin beeindruckt. Fünf. Nichts kann mich aufhalten. Sie werden den Schmerz kennen. Er ist tot. Haben wir hier noch einen? Er ist ja fast down. Brauchen wir nicht das eine einsetzen. So ein dickes Sniper wie mehr. Oh, die gehört zu uns. Noch was? Das kann es nicht gewesen sein. Da kommen bestimmt noch mehr. Oh, bestimmt. Trust me. They are coming. Was kommt von da? Nichts kann mich aufhalten. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. 40? Kommen noch mehr. Was? Wir sind heute richtig beliebt. Die Butterbirne übernimmt wieder die Kontrolle. 6. Ach, 5. Oh, wir müssen noch die Bunny wechseln bei denen. Das ist richtig ätzend. Jetzt siehst du mich. Jetzt müssen wir wieder die 6 machen. Und die anderen. Die einfach ausgenommen. Die sind stark, die Alter. Good Job.
Protokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Oh, fucking die, bitch. Ich hab euch alle. Fucking die. Fucking die. Oh, wir brauchen Munition. Wir sammeln wir hier. Oh yes, we are gathering ammunition. Was ist das denn für ein Scheißding? Oh fuck my life. You know what? Go fuck yourself. Time to die, bitch. Der hat normales Panzer und Schild. Wir brauchen Feuer, Bitches. Auf einmal nicht mehr. Jetzt brauchen wir die 6. Das eine wechseln auf 5. Der Boss nervt richtig. Jetzt schon wieder 6 drücken. Scheiß Kiste hat mich geblockt! Ich wäre da locker flockig weggekommen! Placement of Kisten. Developers, fuck yourself. Go fuck yourself. Richtig fucking stupides Herr. Ach, was du sagst, Alter. Guardian-Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Ist klasse, Alter. Habe ich ihn gerackt? Ja, Mann. Gerackt, Alter. Er hätte mir gleich am Anfang so machen sollen. Kurzen Prozess, Alter. Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Ich habe mein Bestes gegeben. Sie haben sich lediglich in Ihrem verdammten Bunker verkrochen. Es könnte schlimmer sein, Kumpel. Ohne den Commander wären Sie jetzt alle auf diesem Schiff. Shepard! Moment! Den Namen kenne ich. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Shepard. Das dachten wir alle.
Die Wiedersehensfeier muss noch warten. Cerberus hat mich zurückgebracht, um Angriffe wie diesen zu beenden. Sie sind jetzt bei Cerberus? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Über unsere Schritte wird offensichtlich in der ganzen Galaxie berichtet. Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es sind Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus und ich wollen dasselbe. Unsere Kolonien retten. Das bedeutet nicht, dass ich unter ihrem Befehl stehe. Glauben Sie das wirklich? Oder will Cerberus lediglich, dass Sie das glauben? Ich wollte glauben, dass Sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Wie konnten Sie uns allen den Rücken zukehren? Fresse, Sie haben Alter. Die Allianz verraten. Anderson. Und Sie haben mich verraten. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie müssen sich auf die aktuellen Ereignisse konzentrieren. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Wow. Sie stehen Cerberus so negativ gegenüber, dass Sie die tatsächliche Bedrohung einfach ignorieren. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber ich hatte recht. Cerberus, wer weiß. Zu schulden, weil die sie gerettet Who knows? Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Mir. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Listen up, bitch. Join my crew, I gonna kill you. Geht dann nicht. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Das ist richtig sad. Shepard ist richtig sad. Wir haben mal wieder die Mission erfolgreich beendet. Die Kollektoren haben sich nicht als Bedrohung herausgestellt. Die waren richtig, richtig lausig. Wir sind zwar einmal gestorben, aber es lag daran, dass da eine Kiste falsch geplaced war. Weil die hätte da gar nicht sein dürfen. Wäre die nicht da gewesen, wäre ich einfach weggelaufen. Was ist mit Creepy Eye? Mit dem Glutzkopf. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Grüß. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war gut, dem Feind endlich direkt gegenüberzustehen. Wenn Ihnen das gefallen hat, werde ich mit Sicherheit einen Weg finden, Sie weiterhin bei Laune zu halten. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Wir haben sie schon mal verjagt. Geben Sie mir ein Ziel und ich werde zuschlagen. Unser Ziel steht, aber wir können es noch nicht erreichen. Es ist Ihre Heimatwelt. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das Gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Ich bin frei, klar im Kopf und ganz auf die Mission fixiert. Genau das wollte ich hören. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard.
Die Kollektoren werden sie beobachten. Easy peasy. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Du kommst gar nicht mit. Wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Ich brauche sie konzentriert und in Bestform, wenn wir das hier schaffen wollen, Taylor. Genau das habe ich gemeint, Commander. Ich kann hinter dem Portal keine Ablenkung mehr gebrauchen. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? Okay, wir gucken mal kurz in unser Tagebuch, ob wir irgendwelche Aufträge haben. Ankunft. Wichtige Nachricht vom Allianz-Hauptquartier. Please open the gates of hell. Eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Das hören wir jetzt noch an. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Okay, ist ja doch ein bisschen länger, aber egal. Wir sind eh schon über der Zeit. Da, fuck it. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batterianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie denn mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batterianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten. Sie müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Schon wieder ein Gefängnis. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Ich räume der Sache Vorrang ein. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batterianischen Außenposten auf Aratot. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen Sie Ihre Entdeckung. Besprechung nach Ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett Ende. Servus. Also. Ah, Reliktuntersuchung. Kann da halt mehr Reliktuntersuchung. Egal, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal gucken wir uns in Shepards Bude mal ein bisschen um. Und checken halt die Sachen ab, die wir aus unseren Nebenmissionen mitgebracht haben. Haut rein und bis zum nächsten Mal.